Herzlich willkommen an euch alle wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin hier gerade in Dubai. Wir machen gerade Familienurlaub hier im Kempinski Hotel. Das ist echt der Wahnsinn, traumhaft schön. Und zwei meiner Freunde haben hier zwei mega McLaren Autos. Und die haben mich jetzt eingeladen. Dann gehen wir jetzt zur Rennstrecke, haben ein bisschen Spaß da, fahren ein paar Runden. Und dann werde ich die zwei McLaren Autos auch mal vergleichen für euch. Also ich habe hier in Dubai eine V-Klasse gemietet von Mercedes, weil wenn du zwei Kinder hast, dann ist es Funktionalität über das Aussehen und die Performance. Willkommen hier auf der Dubai Rennstrecke. Ich habe den Senna gerade schon gesehen in der Garage. Also ich gehe ihn mir jetzt mal anschauen und dann geben wir ein bisschen Gas. Also komm mit. Also den Senna kennt ihr vielleicht schon von meinem englischen YouTube-Kanal. Hier ist er jetzt nochmal in diesem Golf-Sponsorship-Design, was natürlich voll so eine Rennsportfarbe ist. Und der Senna, was da besonders ist, ist der Abtrieb. Der hat 800 Kilogramm Abtrieb und das ist Rekord unter den Straßenautos in der Welt. Das wird der Wahnsinn. Also ich bin jetzt ja auf meinem anderen YouTube-Kanal schon auf der Strecke gefahren, aber das war eine ganz kleine Strecke. Es hatte keine schnellen Kurven. Heute hier auf der Dubai-Strecke, das ist ja fast eine Formel-1-Strecke, da gibt es richtig schnelle Kurven. Da wird man dann den Downforce mal richtig spüren. Das wird der Wahnsinn sein. Da nehme ich euch dann gleich mit. Und jetzt nehme ich euch noch schnell zu dem 720S. Ich finde echt das Design mega schön, auch in dem Schwarz sehr, sehr aggressiv. Gerade die Frontpartie, die Lichter und so, finde ich echt ein Traum. Und da ist 720 PS hier auf dem Teil, natürlich viel weniger Abtrieb als der Senna, bisschen schwerer auch, aber das wird auch richtig Spaß machen. Und so, jetzt nehme ich euch mit, es wird zuerst den Drag Race geben zwischen den beiden, das wird ein kleiner Spaß sein und dann nehme ich euch mit auf die Vollgasrunden hier auf der Dubai-Strecke. Also ich habe jetzt gerade gecheckt, wie man das Launch, wie man den Launch macht, also wie man den Rennstart macht mit dem Auto hier. Knopf drücken, hier auf Launch, voll auf der Bremse sein, Vollgas geben, dann geht die Drehzahl hoch, der Boost startet, also Turbo startet und dann nur noch von der Bremse gehen und das Ding zieht ab wie Schmitzkatz. Erster Versuch, da hat der Massaud zu Recht gesagt, dass diese Reifen natürlich so semi-slicks sind. Die anderen sind mehr so Standardreifen, also hier braucht man ein bisschen Temperatur, sonst gehen die gar nicht. Und das habe ich dann beim zweiten Start, hatte ich ein bisschen Temperatur drin. Und der zweite Start hat man dann auch gesehen, dann auf einmal zieht der Senna richtig geil ab. Und dann haben wir auch gewonnen. Also das war echt cool, aber 720S echt mega auch, also wirklich stark, nicht zu unterschätzen. Ja, also Senna hat das gewonnen und jetzt geht's weiter mit den Hot Laps. Also das wird jetzt richtig Spaß machen und ihr seid dabei. So, wir haben jetzt hier den Rennstreckenmodus da auf TT. Ich mache jetzt noch den 6-Punkt-Gurt mache ich jetzt noch. Ne, 4-Punkt haben wir hier drin. Keine Ahnung, was das für ein Teil ist. Das muss ich noch irgendwo verfrachten. Und dann mache ich den Gurt an. Ich fühle mich immer wohler mit 4-Punkt-Gurt. Und dann kann es losgehen. Ich kann aber die Tür selber nicht zumachen, bitte. Down.
Wir haben jetzt hier keinen Sprit mehr drin, aber der sagt, also 35 Kilometer gehen noch, aber das ist halt normaler Straßenverkehr, 35 Kilometer. Das heißt, mit Nico-Fahrerei ist das wahrscheinlich eine Runde gerade mal vielleicht. Aber wir probieren es, aber müsste schon noch klappen. Okay? Also, natürlich, nachdem man in Senna fährt, ist das immer ein Schritt zurück hier mit dem Auto. Nichtsdestotrotz, echt beeindruckend, also auf der Bremse, weil das hat ja die ganzen aerodynamischen Teile, die bewegbar sind, ja, also zum Beispiel der Heckflügel, der kommt dann auf einmal hoch, wenn man bremst, richtig extrem. Und boah, das hat so viel Downforce dann, wenn man bremst, das ist echt in der Nähe vom Senna, also das war voll beeindruckend. Dann natürlich, wenn man in die Kurve kommt, dann spürt man schon, der Senna hat natürlich Semi-Slicks drauf, also da spürt man echt, dass es auf einmal dann viel weniger Grip hat. Und das ist halt schon ein normaleres Straßenauto hier, also normaler, ne? Ist schon extrem, aber ein bisschen weniger Grip. Also da ist dann der Unterschied, nichtsdestotrotz, echt die Balance ist toll, also ein bisschen untersteuern, aber auch sehr neutral dann, wenn man will. Also echt tolle Balance, super zum Fahren, echt cool, alles hochschalten und so weiter, Power. Power war auch relativ ähnlich, ja? Also Senna schon ein bisschen noch mehr aggressiver, aber Power war auch echt stark auf dem Auto, Topspeed daher nicht zu weit weg. Also echt gelungen, coole Erfahrung, bin gespannt, wie viele Sekunden langsamer das war, jetzt war über eine Runde, bestimmt einiges. Zurück zum Hotel und verbringen den Rest des Tages mit meiner Familie da am Strand. Haben wir schön Spaß hier gerade im Urlaub. Danke fürs Einschalten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke hier an Dubai, an die Strecke, danke an Masoud, dass er mal den Senna gebracht hat und natürlich an meinen Kumpel hier mit seinem McLaren 27S. Bitte subscriben, wenn ihr neu seid, hier auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.